Da drüben liegen sie. Oder fliegen sie, besser gesagt. Willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Out of Dawn und ich zeige euch gerade eine effektive Methode, wenn es keine Gegner mehr auf der Karte gibt und ihr zu einem bestimmten Punkt laufen müsst, um restliche Gegner zu töten, zum Beispiel, sagen wir es einfach so. Und ihr habt zum Beispiel eine Armee hinter euch oder eure Helden, aber ihr mal die ganze Landschaft hier erkunden wollt und im First-Person-Modus halt rumlauft, dann müsst ihr einfach Shift gedrückt halten und Rechtsklick auf euren Avatar. Und wenn ihr jetzt lauft, schaut mal, was passiert. Laufen sie mir hinterher, während ich im First-Person-Mode bin. Es ist ein ziemlich gute Methode und ich glaube, ich bin falsch gelaufen, oder? Ja, ich muss da runter. Ach, Manno. Naja, das habe ich euch jetzt auch noch gezeigt. Und im First-Person-Mode bewegt ihr den Avatar wie in einem herkömmlinen MMO. WASD oder die Pfeiltasten. Ganz einfach. Aber da mein W ziemlich angeschlagen ist von Fiesta zocken, weil ich auch immer mit WASD laufe ich hier mit den Pfeiltasten. Und mit der rechten Maustaste könnt ihr auch euren Blickwinkel ändern. Sofort. Ups. Nein, ihr folgt schön mir. So. Dann gehen wir mal den Berg rauf. Natürlich während den Kämpfen werde ich nicht im First-Person-Mode sein, weil das war ja etwas uneffektiv. Da hinten ist Leas Grab. Es sieht aus, als würde es in der Luft schweben. Und ein Leas Rächer habe ich angewählt. So. Die Viecher sind echt gruselig. So. Mir nach. Genau, kommt mal hier hin alle. Oder hier hin. Schnell. Ich weiß nicht, welche Zauber die haben, ob die Mentalmagier sind oder so. Aber der hier, also die sind groß, vor allem. Spuks gibt es. Schrecken, Ghouls, Zombies und Skelette. Also. Die Rune ruft. Das hier sind die Schrecken. Und die schwarzen sind die. Also diese Todesdinger da sind die Spuks. Okay. Du machst die Aura der Schwäche an. Kann irgendwer noch eine Aura anmachen? Du machst die Aura der Heilung an. Okay, und du kannst Schockwelle. Auf meinen Befehl. Alles klar. Schnell. Zum Angriff! Na dann los. Und los. Oh nee, Safi. Du lockst den mal raus. Okay. Das ist können mental Magie. Für den Orden. Sie sind überall. Ja. Was wünscht die Schock bitte. Auf mein Zeichen. Alter, hält das Ding viel aus. Ist ja krass. Verstärkt die Deckung. Wie viel hält das Vieh aus? Ist ja krank. Verstärkt die Deckung. Naja, aber ich schaff das schon mit meinen Helden, glaube ich. So. Zu Befehl. Unverzüglich. Okay, Safi. Weil die machen nur ein, zwei Dinger. Und dann. Also ein, zwei Zauber. Oh oh. Standhalten, Männer. Oh shit, oh shit, oh shit. Auf mein Kommando. Okay, das war jetzt doof. Ich mach jetzt einfach Kamikaze. Die muss viel aushalten. Oh oh. Schlag sie zurück. Zielschuss bitte. Schließ die rein. Auf mein Kommando. Sie sind für den Orden. Ja. Schockwelle los.
Schlag sie zurück! Los! Oh shit. Mein Mentalist ist tot. Ach, das ist nicht schlimm. Mein Mentalist ist nicht... Ist nicht wichtig. Schließt die Reihen. Ja, ja. Sie sind überall. Auf meinen Befehl. Na los. Sie sind überall. Kämpft, Männer. Haltet durch. Du lässt das schön bleiben. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Zersetze dich. Oh shit. Sie sind überall. Yo. Wie ich fast gar nichts machen kann. Ist ja geil. Okay. Oh nein, Karia ist tot. Schaffen wir. Auf mein Kommando. Scheiße. Todesschlag. Auf meinen Befehl. Haltet durch, Männer. Wow, das ging schnell. Geil, weiter so. Aber ich muss meine Leute trotzdem weiterholen. Deswegen mache ich das jetzt schnell. Weil da kommt nämlich noch was. Todesschlag. Kabumm. Jetzt kriegen wir ihn tot. Los. Kommt die jetzt schon? Alles klar. Schlagt sie zurück. Verstanden. Für das bisschen Licht. Zurück. Wird sofort ausgeführt. Nee, kommt sie nicht. Alles klar. Warten wir noch auf die zwei. Weil... Ah, das zu sind sie ja schon. Diensten. Was jetzt kommt, ja. Wird sofort die ausgeführt. Ihr habt euch tapfer geschlagen, meine Leute. Muss ich ehrlich zugeben. Besonders, ey... Das Seelenschwert ist Gold wert. Kämpfer Ivor, du bist klasse. Und den Beißer, der ist ein richtig guter Kämpfer. Kann ich dem vielleicht noch was anderes geben, weil der hat nicht viel ausgehalten. Nee, das bringt nichts. Weißholzstab könnte da machen. Obwohl, das ist ja eher so Klerikermäßig, ne? Du behältst deinen Flammenzorn, kann er vielleicht einen anderen Dolch oder so benutzen? Rostiger Meisterdolch, ja, geschärfter Orkdolch hat er. Und eine Seelenkugel. Du kannst einen Kriegshammer nehmen. Ja, aber dunkler Wind ist besser. Du, nutzloser Kerl. Kannst du was anderes benutzen? Nee, aber du hast das graue Totem. Ist eigentlich ganz gut. Und das tolle Schild. Ja. Okay, lassen wir es mal so stehen. Hehe. Vielleicht kann ich eine andere Maske benutzen. Kann ich schon den Novizen benutzen? Nee, ne? Oder wie hieß der? Ich könnte das Magierschild aus Lavagestein nehmen. Blub. Nee, aber dann bin ich ja keine Schützin mehr. Das ist ja auch doof. Weil das Schild in die linken... Nee, rechte Hand kann ich ja nicht nehmen. Nordlandwarms. Nee, Stahlschildpanzer ist besser. Das gehört eigentlich zusammen, ne? Nee. Lieber nicht. Ich will noch ein Set dann später haben. Das ist eigentlich ganz gut. Na, kann ich schon nehmen? Gardehelm, genau. Den brauche ich. Den nehme ich mit Stufe 25 an mich, weil der ein sehr, sehr guter ist. Und weil der auch zu dem Set passt, das ich dann haben will. Der ist nur ein Kämpfer. Der hat auch Mentalmagie. Elementarmagie Erde. Der ist nur Mentalmagier, war mir klar. ...52. Muss ich dann noch um 1 erhöhen, ja.
Mindeststufe 20, dann kann ich erhöhen. Mhm, ich will ja beides auf Stufe 12 bringen. Auf meinen Befehl. Da kommen sie ja. Was wünscht die Rune? Auf dem Weg. Dahin. Alles klar. Priester Teer lässt seine Aura der Heilung an. Beherrschen? Cool. Mana-Raub. Ja, das waren Leas Rächer. Und wie ihr wahrscheinlich schon richtig vermutet, das ist Leas Grab in Vispa, was wir auch schon in Vispa angeredet haben. So, und los. Ihr bleibt mal hinter mir, weil ich werde jetzt das Grab, na, nicht öffnen, sondern halt ansprechen. Zu Befehl, verstanden. Alles klar, ihr seid da, sehr schön. Eine alte Grabstätte ohne Namen, sie trägt allerdings das Wappen des Hauses Muir. Wow! Ja, da kommt Lea, Stufe 15. Und man sieht sie nicht, es ist ihr Geist, aber sie ist eine Elfe. Ihr Todesschrei ist auf jeden Fall der einer Elfe. Leas Brief für Shan, Leas Schmuckstück für Shan. Und los! Kann ich das gerade nochmal ansprechen? Nee. Okay, dann gehe ich mal ab nach Lianon, würde ich sagen. Kann jetzt noch lange dauern, bis Saphira an Hookans Grab vorbei ist. Aber ich habe schon fast die Hälfte meines Levels. Ja, jetzt haben wir Lea getroffen. Und sie war eine Elfe. Also sah auf jeden Fall elfisch aus. Bringt Leas Besitztümer zu Shan in Lianon. Okay. Das sieht voll schön aus. Das will ich behalten. Und ein Brief. Da wird Shan sich wahrscheinlich freuen. Oder auch nicht. Ja. Das war ein etwas unübersichtlicher Kampf. Also halt gegen die Wächter. Gegen Lea nicht. Gegen Lea war es... Ja. Sie war schnell tot. Sagen wir es so. Hat wohl ihre letzte Ruhestätte jetzt gefunden. Es ist windig draußen. Schönes Wetter, aber windig. Und ich krieg Hunger. Verdammt. Ups. Entschuldigung. So. Geh an Hookans Grab vorbei. Na, Hookan, Ruhe in Frieden. Hoffentlich bist du uns dankbar, dass wir dir die Maske gebracht haben. So. Lianon. Jawohl. Und wir reden aber zuerst mit Darius und zeigen... Haben wir ihm schon das Buch gezeigt? Ich mach's einfach mal. Okay, hi Darius. Seid gegrüßt, junger Krieger. Servus. Bitte, erzählt mir etwas über... Ah, nee, doch nicht. Merkwürdig. Okay. Hi, Shan. Ah, ihr seid zurück? Hallo. Ich habe hier einen Brief und ein Schmuckstück von Lea. Oh, Lea. Ja, dieses Kleinod gehörte ihr. Ich hatte es ihr zu ihrer Hochzeit geschenkt. Lasst mich bitte sehen, was in dem Brief steht. Meine liebe Schwester... Ich schreibe dir nun, da ich am Ende meines Weges angekommen bin. Mein Gemahl begehrt weder mich noch den Reichtum unseres Hauses. Einzig das Pfand der Götter war es, das er für seine magischen Werke von mir wollte. Ich hoffe nur, Amra ist weit weg und reitet wie der Wind, auf dass mein Gemahl ihn nie finden möge, denn sein Zorn ist grausam. Als er herausfand, dass ich das Pfand vergeben hatte, folterte er mich und suchte mir mit dunklen Kräften zu entreißen, wo es verborgen ist.
Sein Abschiedsgeschenk war ein dunkler Fluch, der mich nun langsam zugrunde richtet. In dieser letzten Stunde hoffe ich, dass du vom Zorn meines Gemahls verschont bleibst. Und solltest du diesen Brief je erhalten, dann warne Amra. Gib Turga Nachricht, alte Waffenbrüder finden immer zueinander. Denn wer weiß, wann mein Gemahl seine Spur findet. Möge ihm ein besseres Schicksal gewährt sein als mir. Turga? Turga, der Fischer, war einer der Waffenbrüder Amras. Sie waren wie Pech und Schwefel, Krieger und Söldner, sogar ein Dunkelelfer unter ihnen. Befragt Turga, wenn ihr mehr über Amra wissen wollt. Ich werde mich dem Andenken meiner Schwester widmen. Tu das, Shan, tu das. Okay. Turga, fragen wir ihn. Wir machen noch ein bisschen weiter. Das ist echt tragisch. Die arme Lea. Aber was ich nicht verstehe, Lea war eine Elfe. Und Shan ist ein Mensch. Wie können die beiden verwandt sein, wenn Lea einer anderen Rasse angehört hat als Shan? Mysteriös. Aber egal, vielleicht war ihr Vater ja mit einer Elfe verheiratet, man weiß es ja nicht. Ist ja alles möglich heutzutage. Oder in der Welt von Spellforce. So, hi Turga. Willkommen zurück. Ihr wart einst Amras Waffenbruder? Alte Zeiten, alte Wunden. Man sollte das auf sich beruhen lassen. Heute bin ich nur noch Fischer. Was ist aus Amra geworden? Hat er Lea je gefunden? Ich weiß es nicht. Er war damals wie von Sinnen. Wir haben ihn alle gewarnt, haben ihm gesagt, dass der Magier zu mächtig ist. Aber er wollte nicht hören. Ihr habt euch zerstritten? Ja, die meisten von uns blieben hier. Nur Craig, der Dunkelelf, hat ihn begleitet. Sie zogen in die Düsterlande und verschwanden darin. Aber soweit ich weiß, ist Craig noch am Leben. Ich hörte, er wäre wieder nach Osten gegangen, ins Land der Dunkelelfen, jenseits des Wildlandpasses. Wenn einer weiß, was aus Amra geworden ist, dann er. Viel Glück bei eurer Suche. Ich muss mich jetzt wieder um meine Netze kümmern. Ja, ich weiß, dass du Fischer bist. Brauchst du mir nicht tausendmal zu erklären. Okay, wir müssen Craig finden. Das bringt uns noch, da kommen wir noch hin, wo er ist. Craig Unschalach. Den begegnen wir noch, deswegen können wir diese Quest jetzt nicht weiter vorfinden. Aber was kann ich denn noch machen? Nichts mehr, ne? Fight mache ich, wie gesagt, später. Das heißt, jetzt geht's ab nach Mulandir. Oh je. Das wird was. Das wird grausam, Leute. Mulandir ist eine Karte, wo man nur mit den Helden geht. Nur. Und ich habe so Schiss. Ich hasse diese Karte wie die Pest. So. Da ist Vintus immer noch. Let's go to Mulandir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird heftig. Ich glaube, ich werde ein paar Mal sterben hier. Wartet! Ihr habt uns gerettet. Dafür schulden wir euch zumindest eine Warnung. Diese Stadt ist nicht nur mit Dämonen verseucht, sie ist eine tödliche Falle. Boah. Die Gargoylen, die ihr überall sehen könnt, scheinen harmlos. Doch das sind sie nicht. Sie schlafen. Sollte euch eine der Medusen erblicken, die durch die Straßen von Mulandir streifen, dann wird sie die Gargoylen erwecken. Die steinernen Bestien werden über euch herfallen. Vor ihnen gibt es kein Entrinnen. Viel Glück, Runenkrieger. Okay, hier ist ein Heldenmonument. Da kreucht und fleucht einiges rum. Aha, jetzt sind die alle wieder blau.
Oh mein Gott, wie liegen die denn da? Lustig! Ah, und da sind sie nochmal. Niederer Dämon. Gedankenstörer. Also vor den Medusen habe ich ja am meisten Schiss, weil die Medusen sind echt kranke Viecher. Wirklich krank. Na dann komm mal her. Ja. Für die Freiheit. Auf mein Kommando. Lass den. Warten wir erst noch auf die anderen. Zu Befehl. Auf dem Weg. So, Karia. Okay, die. Stehe bereit. Ich schau mal kurz auf die Karte. Verführerin, Sklavin des Feuers, Sukubi. Niederer Dämon. Basilisk. Niederer Dämon. Überall niedere Dämonen. Oh mein Gott. Bereit. Das kann was werden. Vorwärts. Also vor den Medusen muss ich mich echt in Acht nehmen und ich werde diese Medusen auch nicht besiegen. Sofort. Haltet euch mal. Ich glaube, der hat uns nämlich gesehen. Was wünscht die Rune? Ja, er sieht uns. Auf meinen Befehl. Für die Freiheit. Verstärkt die Deckung. Okay, der ist ja nicht gerade. Stark. Basiliskenhaut. Sieht so irgendwas gut? Okay, das ist also ein Basilisk. Mir nach. Hier ist irgendwo eine Medusa. Überall, wo Gargoyle sind, da, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist eine. Ich kann euch gleich mal zeigen, welche Stufe die ist. Moment. Stufe 25! Das Blöde ist, die schaut immer in unsere Richtung. Als ob sie genau weiß, dass wir hier sind. Die schaut in unsere Richtung. Seht ihr's? Also knapp, fast. Schleich weg! Du Scheißvieh. Ich will hier nach oben. Ich glaube, die geht jetzt nach rechts, soweit ich weiß. Na gut. Nein, die geht nach oben. Na gut. Schnell. Geh halt nach oben. Dann gehe ich halt erstmal nach rechts. Und los. Folgt mir. Oh Gott. Da sind sie schon. Die ersten Dämonen. Auf mein Kommando. Kämpft, Männer. Nur ich muss mich beeilen. Kämpft, Männer. Die Medusa darf mich nicht entdecken. Ich speichere mal. So. Sie sind auf mein Kommando. Und los. Okay, die machen Feuerschaden. Was wünscht die Rune? Ja. Ja, das Folgt Element hier. Der Dämonen ist natürlich sofort. Feuer. Ist hier auch eine? Wenn ja, schnell. Bin ich geliefert. Einen Moment bitte. Entschuldigt. Und los. Wenn jetzt hier eine Medusa auftaucht, mir nach. Bin ich dran. Geht's Vorwärts. Da runter? Kann ich da runter? Scheiße. Mir nach. Ah, ich wusste es. Und los. Schließt die Reihen. Auf meinen Befehl. Sie sind feindlicher Angriff. Rennt einfach. Folgt mir. Rennt. Ich wusste, dass deine ist. Vorwärts. Saphira, rennt schneller. Sofort. Und los. Mir nach. Rennt. 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 Vorwärts. Sofort. Schnell. Sofort. Na. Oh. Scheiße. Folgt mir. Ewiger Wächter. Das ist ja wieder ein Gargoyle.
Ja, das passiert, wenn... Folgt mir. Das passiert, wenn... eine verfluchte Wächterin einen entdeckt. Ich würde sagen, wir belassen es jetzt für heute dabei. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Moment, was ist denn da oben? Bria-Wächter. Der Wächter, der ist ein Dunkelelf. Was macht ein Dunkelelf hier? Naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bereit. Die Rune befiehlt. Bei auf meinen Befehl. Let's Play Spellforce The Order of Dawn, wenn ich mir eine Strategie überlegt habe, wie ich durch dieses dämonenverseuchte Zeug komme. Also bis dann. Ciao.